Islands Demo und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Demo. Ja, ich will glaube ich die Auflösung anpassen. Yep. Begrüßung. Ja, ist okay. Gehen wir kurz in die Einstellung, Leute. Was gibt's hier? Spielerfarbe, Auslastung. Achso, wir können das dann noch ändern. Währung. Machen wir erstmal Deutsch. Ja. Ein bisschen leiser. Das kann glaube ich so bleiben. Wunderbar. Wir gucken uns mal das Game hier an. Zufallswert, Inselgröße, jo. Ja, es erinnert wohl stark an Holiday Island von früher. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Spieldauer 2500 Jahre, 50. Epitrain, aha. Okay. Ah, lassen wir mal alles so. Jo. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Die Story. Okay, das ist die ganze Story. Wir kriegen eine Mail von unserem Onkel und legen los. Ja, geil. Bitte Maustaste drücken. Okay. Ja, nice. Was können wir denn machen? Eine neue Nebenquest ist verfügbar. Aha, Hauptquest, Nebenquest, Touristenflughafen. Okay. Noch eine neue Nebenquest. Sicherheitskraft. Ich habe ja keine Ahnung, wie wir hier anfangen sollen. Baumenü. Was ist denn das? Camping. Tiny Villa. Tiny House. Wie viel Geld haben wir denn? 5 Mille. Hat aber Onkel nochmal großzügig. Restaurant, Supermarkt, Sport, Attraktion. Parks, Autos. Flughafen. Shipping, Recycling. Aha. Action C. Strom. Recycling. Einmeldung. Verschmutzung, Warnung. Verschmutzung, Warnung. Oh nein! Hier ist voll verschmutzt. Wieso das denn? Mit der Leertaste können wir die Sachen ausblenden. Können wir auch irgendwie pausieren oder so? Hier ist ein schönes Schiffswrack. Wo haben wir denn das ganze Zeug hin? Ich habe keine Ahnung. Das Zeug mal dahin. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir brauchen irgendwo mal einen Flughafen. Können wir den denn hinklatschen? 17.000 für so einen Billo-Flughafen. Das ist ja in Ordnung. Können wir auch planieren? Ja. Ich möchte einfach nur das Ding da weg haben. Okay, da muss man die Höhe die einstellen. Machen wir uns hier mal eine schöne Plattform. So.
Das Ding muss auch weg. So. Die können wir hier nämlich rumbauen. Dann bauen wir uns hier einen wunderschönen Strand hin, würde ich sagen. Erstmal muss das alles gescheit aussehen, das geht ja nicht anders hier. Den tollen Strand hin. Okay, im Wasser zu bauen ist sehr teuer. Habe ich verstanden. Verbinden wir das Ganze mal. Das passt noch nicht ganz hier. Ja, und so ist das in Ordnung. Schon etwas gebaut. Ja, ist mir egal. Camping. Wir machen hier mal ein paar Tiny Häuser hin, ne? Wunderschönes Strandhotel. Die Sachen auch drehen. Ich hab, glaub ich, weiß ich nicht. Aktion, Schiffshafen, Versorgung. Was haben wir denn hier? Was gibt's denn hier noch alles? Alter. Okay. Das sind wahrscheinlich noch die ganzen Gebäude, die man in der Demo nicht bauen kann. The Beach Zone. Oh cool, wir können ranzoomen. Restaurants. Noch Supermärkte. Was ist was? Kiosk. Autos. Oh, rent a bike hier. Sollen ja nicht nur latschen müssen. Geh das da mal hin. Hier ist alles komplett verschmutzt. Ne? Super. Sabotage. Gar kein Haken. Familienbauzeit. Dingbombe. Shitstorm. Abreißen. Nachrichten. Tornado. Ne, super. Verschmutzung. Ja, toll. Hauptquest. Also das geht nur nach Zeit, ne? Sicherheitskraft. Stelle die Sicherheitskraft für eine gewisse Zeit ein. Erreiche neue Touristen im Gebäudetyp Flughafen in der vorgegebenen Zeit. Touristen in Supermärkte. 2,5 Millionen kriegen wir dafür. Wow. Aber es sind schon Leute da. $4,000 pro Monat. Aha. Aua. Na komm, los, ein Flugzeug. Yay. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich diesen Sicherheitstypen einstellen soll. Finanzmanagement. Einstellung. Nein. Sport, Attraktion, Packs. Emergency. Das ziehen wir mal hin. Vulkanausbruch. Na toll. Was passiert denn hier noch alles?
Und wir sind fast pleite. Yay. Reparaturmanager, Clusteranalystin, Wetterfrosch, Sicherheitskraft. Ah, beim Management und einem Berater. So, haben wir gemacht. Was hier nicht so alle gibt, ne? Ist ja cool hier mit den Wellen, ne? Was gibt es denn hier? Besonderer Ort. Alte Statue. Ein Magnet für Touristen in der näheren Umgebung. Ein Boost für deine Häuser und Hotels. Da hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Die Insel ist aber riesig. Schiffswrack. Ein Magnet. Für Touristen. Okay. 17 Leute sind da. Aber wir machen aber Minus. Oder? Zumindest hier mit dem Dingen. Wir brauchen mehr Auslastung. Da fahren sie rum mit ihrem kleinen Ratte. Sagt das Finanzmanagement hier. Jahresbericht. Gesamt minus 2,2. Ich glaube, wir gehen direkt pleite, oder? Minus 884.000, minus 999. Bisschen Reputation haben wir auch. 0,033. Ich merke schon, das Spiel ist nicht ganz so einfach. Ne? Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. 1,5. Ja, wir machen ordentlich Verlust. Wie weit können wir denn ins Minus gehen? Ich glaube, man sollte echt einfach nur mit den Campingdingern anfangen und so. Diese ganzen Bäume hier weglassen, die fressen ja so unendlich Geld, ne? Ich war am Anfang etwas irritiert wegen dieser Verschmutzung hier. Nix Sport, ich habe kein Geld. Gibt mir Geld aus, Leute. Was soll ich machen? Schöner Ort, ja toll. Attraktion, Fragezeichen. Ja, 2,2. Ja, ich glaube, das war's dann mit unserem Vorhaben von der schönen Touristeninsel. Aha. Die Symbole da unten rechts bedeuten, weiß ich auch noch nicht. Flughafen, Leuchtturm, irgendwas. Hm. Ich glaube, hier muss man sich erstmal komplett reinfuchsen. Ne? Ich habe kein Geld mehr. Ich kann mir noch nicht mal so eine Pommesbude leisten. Volleyball, Bodybuilding.
Anu Shop. Pizza, Fitness Center, Outdoor Cinema, Parks, Park Connection. Ja, dass es ein Vulkanausbruch gibt, das habe ich gesehen. Ne? Was denn für ein Emoji? Geben Sie mir ein Surfbrett. Ich habe keine Surfbretter. Ich kann die leider nur am Strand stellen. Mir ist 3,4. Okay, Leute. So haben wir mal gesehen, wie es nicht laufen soll. Aber sonst macht das erstmal einen guten Eindruck. Ich glaube, man muss sich echt von so einem kleinen Strandkorb hocharbeiten. Oder wir fangen nochmal neu an. Ne? Komm. Das war nicht gut. Ein bisschen Tutorial am Anfang wäre ganz geil gewesen. Ne? Schwierigkeitsgrad, Mittel, Katastrophen. Keine, alle. So, hier kann man da direkt hingehen. Aha. Ja. Geht das nur? Also ich kenne das noch von Holiday Island, dass man echt viele Gegner hatte. Für Spiele. Neuer Bot. Okay, nehmen wir mal einen Bot mit dazu. Ohne Gegend macht es ja auch keinen Spaß. Ne? Einfach nur so ein bisschen bauen, das kann ja jede. Ja, die Story kennen wir. Jo. Mit der Maustaste drücken. Dann fangen wir mal hier an. Ne? Neue Nebenquest verfügbar. Haben wir. Bauattraktion. Immobilienwert in Attraktionen. Fangen wir mal hier mit dem Camping an. Oder? Ich will das hier aber schon ein bisschen platter haben. Hier so ein schönes Plateau hin. So. Und dann ist das gut. Weg bauen, was kostet ein Weg? 1000. Das sieht doch gleich viel schnuckeliger aus. Ne? Wie müssen die Leute ja auch kommen. Flughafen hin. Nein, Flughafen. Da so ein schön Airstrip. So. Okay, müssen wir Straßen bauen? 10 Wege nicht als Straßen. Aha. Wir
Fahrräder. Ach so. Für Autos, Moped und Fahrräder. Naja, muss man alles mal wissen, weil. Oh. Ihr habt doch hier. Okay. Da brauchen die wirklich erst Flughafen oder was? Real Estate Scene. Keine Sabotage in 400 Tagen. Aha. Okay, jetzt zählt's auch. Dahin kriege ich hier noch ein bisschen. Das war's. Bookstore. Hier kriege ich ein bisschen Beachvolleyball. Bilder, hier noch für Tennis. Wo ist denn der Bot? Die Insel ist aber riesig, ja. Ein Treppentempel. Vielleicht hätten wir hier bauen sollen. Naja. Verschmutzung oder was? Machen wir jetzt mal ein bisschen Plus oder so? Hier ist auch noch eine Insel. Aha. Ja, aber war es der Bot? Ich will keine Markierung setzen. Na, jetzt machen wir nur ein bisschen Minus. Diese Tiefenunschärfe, die verwirrt mich auch. Ne? Ja, ich weiß auch nicht genau, was ich von diesem Spiel halten soll. Aber es hat halt echt den Feeling von damals mit Holiday Island. Säulentempel. Ui. Ich hätte echt mir vorher mal die Karte angucken sollen hier. Ist ja nicht auch recht chillig, ja. Fraktionen. Hier so ein Wellness Center hin. Voll geil. Autos gibt's nicht. Schiffshaben wollen wir nicht. Versorgung ist nicht. Kostet so viel, können wir uns nicht leisten. Was sagen die Finanzen? Naja. Werbung. Mach mal sehr wenig Werbung. Reputation. Oh, wir haben ein bisschen Reputation dazu gewonnen. Wetter. Aha. Nächste Katastrophe. Oh, was passiert? Nebenquest abgeschlossen. Yay! Den Menschen gibt es auch noch. Okay, dann haben wir hier so eine schöne Übersicht direkt. Ja.
Katastrophe, Erdbeben. Ja, super. Aber Camping macht wenigstens plus und die Tiny wieder. Wenn da noch mehr Tiny wieder sind, ne? Oder ein Tiny House. Letzte Person, drei Personen, fünf Personen. Hier noch ein bisschen Camping. Also wenn man sich da reingefuchst hat, kann man da wohl etliche Stunden drin verbringen, aber ich wollte euch jetzt nur mir einen kleinen Einblick in dieses Spiel verschaffen. Ne? Und diese Tiefmondschärfe macht mich echt fertig. Ne? Grafik. Unscharf am Rand. Nein, mach das mal weg. Danke. Ich denke die ganze Zeit, ich habe irgendwie Dreck in der Optik. Ne? Okay, Wayne Center ist schon fin voll. Die sind ja richtig begeistert hier. Ihr müsst ihr leider weg. Tut mir leid. Wir brauchen Attraktionen. Die Beach Zone hier. Und wir brauchen hier noch ein paar tiny Häuser. Oh, klatscht immer alles voll, du. Dann hätte ich da aber gerne noch eine Bude dazwischen und noch so ein geiles Smoothie Bar. Hier noch so ein geil kleinen Kiosk oder was. Kriegt ihr hier aber noch so einen geilen Rundpark. Ja. Jetzt ist aber erstmal genug. Ne? Was sagst du, ist heiß? Ja, kann ich ihn irgendwie ändern? Wie soll ich das denn machen? Ne? Oh, dem Heer ist zu warm. Oh, Fahrrad. Jemand haben die doch immer, ne? Hier, rent a bike, viel Spaß damit. Ich werde auch mich zu nerven. Danke. Die Baugeräusche sind doch sehr schön. Ne? Eine neue Art Wettbewerb startet. Reise. Gib am meisten Geld für neue Gebäude aus. Spieler. Nein, ich will ihm kein Geld senden. Bauattraktion. 7 Millionen. Ich stelle einen Repair Manager für eine gewisse Zeit ein. Ja, wie das geht, haben wir gelernt. Das kostet 5.000 im Monat.
Kündigungsfrist. Hey, wir machen Plus. Yeah. Wo ist die nächste Palme? Hier. 2 Meter von dir entfernt, Kollege. Jetzt cruisen die alle mit ihrem Bike hier rum. Ja. Oh. Ja, nice. Wir machen Geld. Yeah. Wow, ihr habt schon 100.000 verdient. Ja, und so kann man sich da wohl weiter nach oben bauen. Ah, okay, hier sieht man den Einzugsbereich von dem Dingen. Aha. Was soll das denn hier für ein Zeichen sein? Sturmwarnung. Ui, was soll man für das Sturm? Jo. Ja, falls euch das Spiel gefällt, gibt es glaube ich für 15 Euro auf Steam. Ich glaube noch die Early Access Version, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ach, hier oben kann man halbe Geschwindigkeit, normale Geschwindigkeit. Ah, das habe ich vermisst. Jo. Also ich habe es mir glaube ich erstmal auf die Wishliste gesetzt. Weiß nicht, ob ich das mir holen werde. So als Demo kann man das ja mal gerne ausprobieren und je nachdem kann man sich das dazulegen und war auch nicht. Ajo. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Jo, und damit ist diese Folge auch wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Freue mich, dass ihr hier mit am Start seid. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Kanalunterstützern bedanken. Dem Gerd, Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, H2O, Aerosol, Nein Baby, Nils Grote, Peter Pichler, Dorfrose, 1996, René Horst Spindner, Sven Becker, Nagetermin, Thomas Friede, Marcel Pauke, Wichte, Gangflow, Sebastian Reinecke, Mackensen, Onkel Tom, Sanderdack 99, der Kai, Mistmog FX, Rudolf Güte, Tweety Rabe, Sire Phil, Peter Dirker, Redshift, Funny ML und Hey.Tour. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, gehabt euch wohl und ich sag, bis denn dann.